Zusammen. Ich melde mich mal ganz ungewöhnlich mit dem Bademantel. Ich habe gerade frisch geduscht und wollte mich fertig machen für unsere wunderschöne Party. Und zwar feiert meine Schwester den 40. Geburtstag. Haben schon super schön alles vorbereitet. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute mal mit. So, aber jetzt muss ich mich erstmal fertig machen. Party! Oh, ich bin schon wieder am Ölen. Kennt ihr das? Ihr wollt euch parat machen und dann seid ihr schon wieder so am Ölen. Es ist zwar Gott sei Dank nicht so heiß wie gestern, aber trotzdem ist es warm. Ich nehme jetzt mal hier die Schmusekatze von Got2B. Könnt ihr das sehen? Ja. Das ist diese Anti-Frizz-Lotion. Ich weiß jetzt nur nicht, meine Haare sind zu 80% trocken. In Handtuch trocknen oder trockenem Haar. Und style es, wie es dir gefällt. Okay. Ich nehme noch ein kleines bisschen mehr. So. Ja, wir feiern echt viele Partys. Bei uns ist Juni und Juli extreme Geburtstagsmonate. Eigentlich beginnt das schon im Mai. Genau, das beginnt im Mai schon und ja, da geht es bei uns ab mit Geburtstagen. So, die Lotion habe ich auf jeden Fall schon mal in den Haaren verteilt. Wo ich am meisten Frizz habe, ist immer am Oberkopf. Sagt man das so, Oberkopf? Auf jeden Fall hier oben, ihr wisst Bescheid. Da verteile ich jetzt mal noch ein kleines bisschen mehr. So, ich muss mal aufpassen, dass beim Bademantel nicht aufgeht. Ich habe den Gurt irgendwo verlegt. Ich habe gerade den Stormy vergrault. Der hat irgendwie richtig Angst bekommen, als er meinen Revlon-Styler gesehen hat. Ich fülle mir ganz schnell die Haare und dann melde ich mich gleich wieder. Ich spule das mal so ein bisschen vor, das ist nämlich laut. Warte, ich mach die Kamera aus. Ja, okay, das ging wirklich. Das hat ja wirklich gut geklappt hier mit dem Anti-Frizz-Gel. Das kommt auf jeden Fall mit in die Reisetasche. So, jetzt klemm ich mir mal die Haare nach hinten. Ich sag euch, es ist zwar Gott sei Dank, Moment, das fliegt jetzt gerade ein Flugzeug über uns. So, ich habe mir eben meine Pflege schon im Bad aufgetragen. Deswegen gehe ich jetzt direkt über zum Make-up und. Ihr wisst schon, was kommt. Es wird super natürlich, aber glowy. So, jetzt nehme ich Skin Food für unter die Augen. Ihr wisst schon, ne? Ein bisschen Color Correcting. Und ich mache das heute so schnell es geht. Ich möchte euch nämlich so ein bisschen auch draußen zeigen. Vielleicht zeigt sich auch der ein oder andere vor der Kamera und stellt sich euch vor. Mal sehen. So, das Einzige, was ich heute zum Buffet beigetragen habe, ist tatsächlich nur ein Kartoffelsalat. Ah ja, und das Fleisch. So, jetzt nehme ich die Lotion. Und das gebe ich mir hier direkt auf die höchsten Stellen im Gesicht drauf. Ich liebe die einfach. Die ist so toll. Richtig toll. Falls ihr die noch nicht ausprobiert habt, ich habe die Farbe Medium. Die ist so gut. Ich glaube, die gibt es in Light, Medium and Dark. Aber Dark gibt es leider nicht in der Drogerie, nur online. Oder das heißt nicht Dark, sondern Tan, meine ich. Guck mal, wie das Licht direkt reflektiert wird. Eigentlich wäre jetzt perfekt die CC Cream. Aber ich glaube, die habe ich unten gelassen. Deswegen nehme ich wirklich nur so ein kleines bisschen was von meiner Estee Lauder Futurist Hydra Rescue Foundation. Nur so ein kleines bisschen. Ups. Seht ihr, super wenig verteile ich jetzt einfach ganz schnell im Gesicht. Ich lag gestern so in der Sonne und habe eigentlich schon ein bisschen Farbe abbekommen. Nehme ich den NARS Radiant Creamy Concealer. Ich habe die Farbe Honey. Honey ist super ideal, wenn ihr auch wieder so dunkle Ringe kaschieren wollt. Seht ihr, und ich gebe mir wirklich super wenig auf. Ich verteile das auch wieder so auf den Lidern. Ich nehme etwas von meinem Bronzer für so einen schönen bronzigen Look. So, ich muss mir dringend was auf meine Lider geben. Lidschatten hier. Moment mal. So. Ja, okay, ich habe nur so ein kleines bisschen einen Mini-Eyeliner gezogen. Ihr kennt mich. Oh, shit. Die Wimperntusche verklebt gerade. Warum?
Wieso machst du das jetzt? Okay, ich habe sie wieder auseinanderbekommen. Ich wollte gar nicht so viel Make-up machen. Ich wollte eigentlich nur Wimperndusche, Eyeliner und Lippenstift. Mir ist das wieder ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, die ersten Gäste kommen. So, ich habe mich schon mal mein Kleid angezogen. Also ich habe dieses Kleid an, habe mich jetzt für Silberschmuck entschieden. Ich zeige euch mal schnell mein Outfit. So, das ist mein Outfit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ja, das Kleid ist mir ein bisschen zu groß. Bevor ich rausgehe, hier mein Lieblingsparfüm. Das ist Flower Bomb, Victor und Royal. Sonnenbrille und dann raus. Ich zeige euch jetzt mal hier den Garten. Also das Zelt haben wir aufgestellt. Hier ist unsere Tanzfläche. Da hinten haben wir vom Party Service die Sachen versteckt. Dann Pool abgedeckt und hier, das kam auch mit dem Party Service. Meine Schwester mag die Bänke nicht, dass sie so orange glänzen, aber wen juckt's? Ja, und unseren Gartentisch haben wir jetzt hier auf den Rasen gestellt. Feuerstelle ist auch parat. Dann noch da ein paar, wie nennt man diese Tische nochmal? Stehtische? Stehtische. Und dann unser eigenes DIY. Hat der Patrick zusammengebaut, innerhalb von 5 Minuten. Wir wollten eine Bar haben, wir haben eine Bar bekommen. Und da sind die ganzen Drinks. Die Männer machen das jetzt hier mit dem Eis erstmal klar. Und darf ich dich zeigen? Hier, meine Schwester. Sexy 40. Meine Schwester hat übrigens bei Shopping Queen mitgemacht. Bald könnt ihr sie dort sehen. So, wem gehören die Ray-Ban? Ja, Emrah, glaube ich. So, hier ist der Buffettisch schon mal vorbereitet. Wir haben die Terrasse schon 7-mal runtergefahren. Ja, ich komme, Sekunde, Schatzi. Weil sonst die Sonne drauf knallt und alles schmilzt. Und hier dreht Schatzgado unser Futter. Ja. Kannst du ja. Das bitte in die Kühltüte bringen? Kühltüte, das hier? Ja. Ja. Ich habe Zimmer. Ach so. Okay. In der Küche ist auch was los. Ich habe meine Messer vergessen, meine Utensilien. Ach so, machst du... Ja, von der Wort, dass ich Obstteller mache. Soll ich dich zeigen oder nicht? Was du machen? Da! Da ist sie, unser Star der Familie. Ja, ja. Soll ich dir nicht machen, so ein bisschen? Star ist Funda, nicht ich. So, was machst du dann? Ich mache einen Cocktail mit Cola und Eis. Guck mal, das ist mein Bruder, ne? Der Emrah. Ich sag immer, er soll auch einen Kanal gründen. Auf Insta. Er traut sich nicht. Kommt noch, ne? Cola, die Teenie ist da und bedient uns. Und jetzt stoß mal an. Auf und los. Auf und los. Oh, ist der lecker. Was ist für einer? Mal jemand aufhalten. Nee, keiner mehr da. Wir haben abgeräumt. Ihr Lieben, es ist der Morgen danach und ihr seht, ich bin einfach so fertig. So fertig. Ich kann mich kaum noch bewegen. Nichtsdestotrotz hatten wir richtig Spaß. Meine Schwester hat auf jeden Fall ihren 40. sehr gut zelebriert hier. Und ihr seht, der Garten ist noch so richtig. Also wir haben schon gestern sehr viel aufgeräumt. Und da hinten liegt die Plane. Das müssen wir über die Bar hängen und hier und da liegen noch so Krimskrams Sachen rum, könnt ihr vielleicht da hinten sehen, aber ich werde jetzt einfach nur entspannen, alle schlafen noch und ich werde es mir einfach gemütlich machen hier mit meinem Kaffee. Mir macht das Vloggen eigentlich total Spaß. Ich habe das ja vorher auch ein paar Mal probiert und ich mag mir auch super gerne Vlogs angucken. Das werde ich in nächster Zukunft ein bisschen öfters machen, so wie ich mich immer fühle. Und wenn euch das auch irgendwie gefällt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall heute nichts mehr machen. Nichts mehr. Ich werde ganz viel Wasser trinken und Kaffee und ich muss euch noch was zeigen. Moment. Ich habe mir Ashwagandha geholt. Und zwar das aus Rossmann. Es gibt sicherlich bessere Ashwagandha-Produkte, die höher dosiert sind. Falls ihr eine Ahnung habt, welche, dann lasst es mich doch mal bitte wissen, weil ich kenne mich mit Ashwagandha gar nicht aus. Ich weiß nur, dass das super gut ist fürs Immunsystem und Stoffwechsel und angstlösend ist. Also spricht mich vollkommen an. Ihr könnt das ja mir mal schreiben, ob ihr damit Erfahrung habt und was ihr davon hält. Weil ich, wie gesagt, sehr neu auf dem Gebiet bin. Ich mich wieder gemütlich hier hin und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Genießt es, egal an welchem Wochentag ihr dieses Video guckt. Bei uns ist jetzt Sonntag und wir genießen einfach. Also, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.